Meine Damen und Herren, Wohlfahrtsverluste im Monopol. Wo kommen Sie her? Was ist so schlimm daran? Damit Sie der Vorlesung besser folgen konnten, sollten Sie schon zumindest über die Gewinnmaximierung im Monopol Bescheid wissen. Was ist so schlimm an Monopolen? Klar, es gibt einen Unternehmer, der macht relativ viel Gewinn, aber das ist doch eigentlich nicht unser Problem. Darüber können wir dann sprechen, wenn es um Gerechtigkeitstheorien geht. Finden wir es gut, dass einige so reich, andere so arm sind. Aber was ist der Kern daran? Aus allokativer Sicht, was haben wir für ein Problem mit Monopolen? Der Punkt ist, wir könnten die gesamte Gesellschaft besser stellen, wenn das Produkt im Wettbewerbsmarkt angeboten würde, wenn wir kein Monopol hätten. Grund dafür ist, dass der Konopreis immer höher ist als der Wettbewerbspreis. Bei vollständigem Wettbewerb wären die Preise niedriger und wenn die Wettbewerbspreise niedriger sind, dann würde eine größere Menge nachgefragt, weil mehr Leute sich das gut kaufen könnten. Das heißt, wir würden mehr Menschen glücklich machen und wir hätten damit auf jeden Fall die Käufer besser gestellt.